Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Duty and Worst Forever 3 mit mir, dem Blacktail LP. Ja, wir sind immer noch in der British City. Vor zwei Folgen haben wir damit angefangen. Letzte Folge haben wir nur eine beschissene Strecke fertig bekommen. Jetzt wollen wir die letzte Strecke beenden, und zwar Silverstone. Silverstone wird oft als Heimat des britischen Motorsports bezeichnet und ist seit der Eröffnung 1948 in die Geschichte eingegangen. Die immer enger werdenden Passagen durch die Rechts- und Linkskurve Maggots und Chapelle hat es besonders in sich. Ich lese diese Zeilen jetzt, glaube ich, schon zum zigsten Mal für euch vor, aber trotzdem mache ich es noch weiter für euch. Weil ihr wahrscheinlich so faul seid, also ich will jetzt nicht jeden damit ansprechen, aber ich glaube, es gibt einige faule Leute, die lassen sich das lieber vorlesen. Ich für meinen Teil mache, wenn ich mir ein Let's Play von jemand anderen angucke, der mir das vorlesen soll, mache ich lieber immer auf Pause, lese mir eben schnell selber durch und dann skippe ich das, damit es mir niemand vorlesen muss, weil ich hasse es, wenn mir jemand was vorliest. Wenn ihr nicht wollt, dass ich es euch vorlese, macht Pause. Wenn ihr wollt, dass ich es vorlese, ich lese es für euch vor, dann macht nicht Pause, ist mir wurscht, scheiß drauf. Aber das habe ich jetzt schon mindestens zum zigsten Mal vorgelesen. Zum zigsten Mal. Zum zigsten Mal. Zicke zacke. Wie lange das jetzt schon lädt. Meine Fresse, warum lädt das jetzt so lange? Ja. Ey, das ist... Ah, jetzt geht's. Oha, das buggt gerade extrem. Das buggt ja gerade mörderhaft. Könnte wohl daran liegen, dass ich Skype noch aufmache. Also, wenn die Freunde... Ich mach mal hier eben kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich eben Skype ausgemacht habe. Bis gleich. So, Freunde, jetzt weiter ohne Gebagge. Ja, läuft doch schon viel flüssiger. Wie ich angenommen habe, war es doch Skype. Wow. Nicht diese Strecke schon wieder. So, ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Ansonsten muss ich hier gleich noch was gucken. Achte darauf, dass deine Reifen sauber bleiben. Sound. Kommt mir irgendwie so laut vor. Gerade. So, oder es lag an meinen Kopfhörern. So. Boah, Bettenkamera von hinten angeschossen jetzt. Alles, geh weg. Ich habe keinen Bock schon wieder auf den Kampf mit dir. Er hat mich weggerammt, schon wieder. Ey, das gibt sich diese Missgeburt, ey. Sportskacken-Kack-Scheiß hier, Fickteil, ey. Alter, wieder angeschossen kommt der Baiten. Geh weg, alles. Schon wieder! Ey, der muss doch aufpassen, wenn er rüberzieht. Toll, schon ist die Federung im Arsch. Schon ist die Federung im Arsch. Okay, den Langstreckenabschnitt fahren wir. Warum bremst du denn? So, Baiten ist weit hinten. Wir können jetzt ranziehen. Aber nicht so. Ne, nicht so. Nicht so, meine lieben Freunde. Nicht so. Guck mal, wie der Baiten auf einmal ranzieht, ey. Das ist krass, ey, wie der ranzieht. So, alles scheint jetzt an dem Grün dran vorbei zu sein. Aber die bremsen alle.
Dann machen sie sowas. Wenn es nicht funktioniert bei denen, dann müssen sie wegrammen. Schon wieder, ey! Ey, Leute, das gibt's doch nicht. Dann bremsen sie, wo sie vorher nicht bremsten. So, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Ja, war ja klar. Und Baiten auch noch. Oh nein, den habe ich geblockt. Cool. Alles immer noch vor uns. Das kann es doch nicht angehen. So, jetzt wieder ranziehen hier. Baiten und Ward sind... Ne, Mason ist das. Mason. Ward ist der Blaue. Da ist alles. Wir sind nah dran. Wenn wir ihn haben, können wir das Rennen beenden. Hauptsache vor Baiten und alles. So, wunderschön. Jetzt können wir das Rennen so beenden. Der Vauxhall ist mir irgendwie viel zu langsam. Gute Arbeit. Jetzt liegt nur noch ein Auto vor dir. Okay, weiß ich Bescheid, Rick. Aber der Vauxhall ist mir irgendwie zu langsam. Also wenn es jetzt auf Beschleunigung geht. Beschleunigung ist ja mir zu langsam. Höchstgeschwindigkeit kann ich nicht sagen. Also gegen ein Drag Race, gegen alles, hätte er keine Chance. Der Vauxhall. So, wir haben jetzt schon drei Wagen dann durch bei der British GT durch. Einmal den hier, den Vauxhall. Und da sind wir bisher zweimal gefahren. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon einmal gefahren. Oder verwechsel ich das gerade mit meinem privaten Spiel bei meinem Vater damals? Weil da weiß ich, da bin ich auch mit einem blauen gefahren. Perfekt, wir hier um die Kurve kommen. Wenn wir uns immer weiter an den blauen ranarbeiten. Nur noch eine Runde, komm schon! Ja, ist nicht sehr leicht hier, Junge. Ist nicht mal eben schnippschnapp schon... Also mit dem Fingerschnipp schon hat man einen. Scheiße. Fuck. Obwohl ich kein einziges Mal eine Verwarnung bekomme. Das heißt, ich muss jetzt 5 Sekunden rausholen. 5 Sekunden. Scheiße. Fünf Sekunden ist eine Menge, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Vauxhall kann man am besten driften. Komm schon, das sind 5 Sekunden Unterschied.
zwischen mir und Alas. Müssen 5 Sekunden sein, es müssen. Vielleicht haben wir... Deine Reifen nutzen sich ab, sollten aber für den Moment halten. Nein, war ja klar, dass es jetzt passieren musste. Musste jetzt noch passieren, direkt am Schluss. Komm, gib Gas. Bitte sind das 5 Sekunden. Bitte sind das 5 Sekunden. Bitte sind das 5 Sekunden. Ja, perfekt, Freunde, perfekt. Wir haben es geschafft. Excellent, Sie haben den British TGT Cup beendet. Super Leistung. Ja, also das lese ich euch aber hier nicht vor, diese Zeilen da, ne? Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ja, wir dürfen in die nächste Runde gehen. Das passt doch perfekt. So. Da haben wir die British GT schon wieder. Ah, dann fahren wir hier, glaube ich, mit dem blauen. Tja, und jetzt sind wir aber als erstes mit der RA Rallycross Championship mit dabei. Strecken. Oh. Brands Hatch Rallycross und International Rallycross Short. Oh, das ist die... Manno, müssen wir da unbedingt fahren? Egal. Wir fahren mit dem Renault Alpine A110 1600S Group 4 von Automobil Grande. Wiegt 685 Kilogramm, hat 155 PS und erreicht die 100 km/h in weniger als 6,3 Sekunden. Willkommen zu RA Rallycross. Diese Meisterschaft bietet einen guten Einstieg in die klassische Rallycross-Sportart. Sport in den klassischen Rallye. Gefahren wird mit dem Renault A110, einem leichten, robusten Fahrzeug mit agilem Handling. Der Renault Alpine. Bei der Rallye Monte Carlo 71 hat er alles abgeräumt. Und der 1600S basiert noch auf der alten Gruppe 4. Er hat einen Heckmotor und bringt es auf 155 PS. Oh, es geht wieder mit den schönen Cutscenes. Perfekt. Brands Hatch wurde seit den 30er Jahren für den Motorsport genutzt. Die ehemalige Motorradpiste bekam 1949 einen Asphaltbelag und wurde für Autorennen ausgebaut. Während der 60er Jahre fand hier oft der große Preis von Großbritannien statt. Schwierigste Kurve ist die Druid-Zahnadel, die wir aber diesmal nicht fahren werden. Wir fahren nämlich den Rallycross. Die Rallye. Und ich bin müde. Ja, kein Wunder, wir haben jetzt auch gleich schon 10... Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Also ich sitze hier nicht allein im Zimmer, sondern mit einem Kollegen. Dein Chef, wie viel Uhr haben wir? 5? Scheiße. Wir haben 5. Für Verlierer haben wir keinen Platz. Also sei kein 5. Wir haben 5 Uhr. Scheiße. Auch noch Regen. Das wird ein Spaß. So eine verkackte Kackscheiße hier. Mistbeulenkacke. Ganz genau. Das könnte nicht einfacher sein. Hol dir den Sieg. Ja, hol dir den Sieg. Als 8. starten wir. Toll. Boah, ramm mich doch nicht so mies. Schweinepeter. Konzentriere dich. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ich weiß. Alter, ist das schwierig. Ach doch, wir fahren die Druid-Zahnadel doch. Oder ist das die da andere, da hinten? Ey, Portoles, unser Teampartner. Tolles Manöver. Scheiße, ey. Kacke. 6. Platz. Weiter so, noch 2 Runden. Perfekt, 4. Platz.
Das ist eine gute Platzierung. Einen von den beiden kriegen wir sowieso noch, das passt dann. Und ich glaube auch, das ist dann auch die letzte Strecke für heute. Es war wieder nur zwei Stück. Aber, ich muss auch sagen, die KIs werden ja immer schwieriger. Wieso drift ich denn andauernd, ey? Boah, verzieh dich. Er gibt mir wenigstens seinen Windschatten. Hey, unsere Lampe ist aus, die hintere. Hinten links. Letzte Runde, jetzt geht's um Ganze. Alter, mit dem vierten Platz bin ich ganz ehrlich. Darf ich mich nicht vergnügen. Scheiße! Kackfurz, Dreckenkack! Vierter Platz. Tja, meine lieben Freunde, wie wir dann uns dann in der nächsten auf der nächsten Strecke der Rallycross Shorts verhalten werden und ob wir es schaffen können, noch erster Platz zu werden. Das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play DTM Race Server 3, die dann morgen erscheinen wird. Ich bin euer Black der LP, ich bin Over and Out und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, Freunde!